So, es gibt übrigens neue Produkte im Shop und zwar einmal den Toner, den Green Tea Toner. Der ist gerade besonders auch bei Fungalakne sehr gut, weil der ja antifungale Eigenschaften hat. Aus diesem Grund habe ich mich eben auch für den entschieden, dass der neu auf den Shop kommt. Er hat auch so eine leicht bräunliche Farbe. Wie man hier sieht, riecht sehr nach Pflanzenextrakten. Es ist kein Parfüm enthalten, aber da sind auch noch weitere Pflanzenextrakte drin, was eben auch gut bei unreiner Haut ist. Kann ich sehr empfehlen und verwende ich aktuell täglich. Dann, wie vielleicht auch schon mal angekündigt, habe ich diese Creme getestet und die hat den Test bestanden. Da ist sehr viel enthalten, also 100 Milliliter. Ich habe sonst nur so Cremes, die 50 Milliliter enthalten. Daher reicht sie eben doppelt so lang. Und ja, ist sehr beruhigend für die Haut. Und von der pflegenden Wirkung ist sie so wie das Centella Calming Gel von Ionique. Aber ich finde sogar, dass sie so ein bisschen mehr pflegt als das Centella Calming Gel. Das heißt, sie ist wirklich optimal für unreine und auch fettige Haut geeignet. Kann ich auch sehr empfehlen. Das ist hier nochmal eine Lotion, die ich aktuell so gesehen teste und wahrscheinlich mich auch dafür entscheide, dass die rauskommt. Die wird wahrscheinlich so nächsten Monat dann auf dem Shop geben. Da werde ich dann nochmal dazu was sagen. Das waren so alle neue Produkte bzw. Alternativen zu den bestehenden Produkten. Und ja, ich werde versuchen, langsam die in die Sets einzubauen, dass es die Sets auch mit diesen Produkten gibt.